Experten sind sich einig, ein weltweiter Temperaturanstieg um durchschnittlich 2 Grad würde das Leben auf der Erde bedrohen, hätte kaum Abschätz und nicht mehr umkehrbare Folgen. Wenn wir deutlich reduzieren, dann verlangsamt sich der Klimawandel, dann kann er sich bei 2 Grad etwas stabilisieren. Wenn wir das nicht tun, dann wird es weiter steigen, die Temperatur, und mit der Temperatur auch die Extremereignisse Richtung Hitzewelle, Dürre, aber auch Überschwemmungen. Sanierungen können hier einen immensen Beitrag leisten, da sie den Energieverbrauch von Gebäuden drastisch senken. Einer der größten Energiefresser der Nation sind über 30 Jahre alte gewerbliche und private Häuser, die noch nie saniert wurden. Nun, wir verbrauchen derzeit in Europa etwa 40% der gesamten Energie für den Komfort in Gebäuden. Diesen Energieverbrauch kann ich nach dem Stand der Technik um etwa 90% verringern. Gebäude und hier vor allem Sanierungen sind ein ganz wichtiger Sektor, um die Klimaziele, nämlich die Treibhausgase bis 2050 auf mindestens 80% zu reduzieren, überhaupt erreichen zu können. Und dafür brauchen wir äußerst wirksame Maßnahmen. Diese zeigen wir im Gebäudebereich mit den Mustersanierungen auf. Eine Sanierung, die eine hohe Anforderung an die technisch-energetische Qualität stellt, kann nicht nur einen relevanten Beitrag für die Umwelt leisten. Sanierungen helfen, die Energiekosten deutlich zu senken, steigern den Wert einer Immobilie, sind ein Imageträger und verbessern natürlich auch sofort den Komfort im Gebäude. Energieeffizienz bringt bares Geld und deshalb entscheiden sich auch immer mehr Unternehmer für eine thermische Sanierung des Betriebsgebäudes. Dabei muss das Unternehmen nicht immer groß sein. Für Josef Seidel ist das Thema Energie zum einen interessensbedingt, zum anderen aber auch eine ökonomische Frage. Niedrige Energiekosten und ein Raumkomfort wie in einem Neubau waren die Hauptmotive dieser umfassenden Sanierung. So wurde aus einer heruntergekommenen Puppenfabrik ein moderner Veranstaltungsraum für diverse Aktivitäten wie Hausbauseminare und Yoga-Veranstaltungen. Um diesen Wohn- und Arbeitstraum zu realisieren, waren einige Maßnahmen erforderlich. Das erste war die Dämmung der Außenwände. Die wurden mit einer Holzkonstruktion mit 30 cm und Zellulose ökologisch sehr vernünftig und vorteilhaft gedämmt. Es war das Dach zu dämmen mit rund 35 cm plus einem Gründach. Und es wurden die Fenster getauscht und auch natürlich die Heizung erneuert. Als Wärmequelle dient jetzt eine Tiefenbohrung, die auch zur Kühlung im Sommer genutzt werden kann. Der Strombedarf wurde durch LED- und Energiesparlampen gesenkt. Die Investition in diese Sanierung brachte zwei wesentliche Vorteile. Also markant ist die Einsparung im Bereich der Wärmeenergie, Heizung. Da würde ich sagen, sind wir bei 80-90%. Beim Strom ist es immerhin 60-70% Einsparung gegenüber früher. Das sind also sicherlich die markantesten Punkte. In seiner Funktion als Energieexperte für energieoptimiertes ökologisches Bauen wird Josef Seidel auch immer wieder mit der Frage konfrontiert, wann eine Sanierung Sinn ergibt. Für ihn gibt es darauf nur eine Antwort. Ich müsste eigentlich sagen, jetzt. Warum? Wenn Sie ein Gebäude haben, das 20, 30 Jahre alt ist, dann gibt es einmal die ersten Arbeiten, die zu tun sind. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, einen Plan zu machen, wie soll das Gebäude in 20, 30 Jahren ausschauen und alle Maßnahmen, wenn es Teilmaßnahmen sind, richtig zu setzen, damit eine in die andere passt. Also wenn ich jetzt da die Wärmedämmung macht, dann soll die Heizung dazu passen und nicht die Heizung vorher sehr groß gemacht werden. Hier war es eine Generalsanierung, die war schon notwendig. Und ich würde mal sagen, ich habe ein besseres Gefühl, hier Kapital am Haus gebunden zu haben, als irgendwo auf einem Sparbuch. Mehr als 50 Mustersanierungen von Hotels über Bürohäusern bis hin zu Kindergärten und Schulen zeigen, dass die Standards von morgen bereits heute schon möglich sind. 5 dieser Projekte sind sogar zu Plus-Energiehäusern geworden, das heißt zum Haus als Kraftwerk. Im Herzen des Wienerwaldes liegt das Firmengebäude der ATS Datenverarbeitung. Das Unternehmen von Franz Brichacek hat sich auf den Bereich Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektronik und Software für Gebäude- und Sicherheitstechnik spezialisiert. Nachdem 1998 das Hauptgebäude saniert wurde, hat sich der Inhaber jetzt entschlossen, auch die beiden Entwicklungsgebäude mit einer Gesamtfläche von 670 Quadratmeter zeitgemäß zu sanieren. Das Problem war, dass die Wärmedämmwerte natürlich dem Stand von 1987 entsprochen haben. Es war zwar damals schon ganz gut ausgeführt, das heißt, wir hatten einen Wienerberger 38S-Ziegel und eine relativ dünne Wärmedämmung von 5 cm, aber die Glasfassade
war relativ schlecht ausgeführt mit nur einer Doppelglasscheibe, die im Winter zu einer Kältestrahlung im Raum geführt hat. Obwohl die Raumtemperatur 23 Grad betragen hat, war den Mitarbeitern im Winter kalt. Deshalb hat man sich entschlossen, eine umfassende Sanierung durchzuführen, bei dem praktisch alles auf den neuesten Stand gebracht wurde. Das heißt, wir haben die Wände isoliert, wir haben die Decke isoliert, wir haben die Glasfassade komplett neu errichtet. Wir haben eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Der Energiebedarf konnte durch diese Maßnahmen von 75.000 Kilowattstunden auf 15.000 Kilowattstunden reduziert werden. Den verbleibenden benötigten Strom produziert man durch die hauseigene Photovoltaikanlage, wodurch sich, auch inklusive der Fertigung, ein Null-Energiebedarf ergibt. Für Franz Bricherzeck hat so eine Sanierung neben dem Wohlfühleffekt für die Mitarbeiter auch noch weitere Vorteile. Naja, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist natürlich auf der einen Seite, dass wir keinen Energiekostenanteil mehr in den nächsten 20 Jahren haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Wert des Gebäudes erhöht, weil es ist praktisch jetzt ein mehr oder weniger neues Gebäude. Dazu kommt natürlich der enorme Referenzcharakter von so einem Gebäude und ist natürlich auch ein wichtiges Marketinginstrument. Jetzt ist es gerade bei der Sanierung von Gebäuden so, dass man ja viel mehr über das bloße Heizen und Warmwasser hinausschauen muss, gerade bei Betriebsgebäuden. Da geht es einfach auch um Produktionsvorgänge und im Zuge einer Sanierung oder Modernisierung eines Gebäudes muss man natürlich auch Bedacht nehmen auf alle anderen energetischen Aspekte in dem Gebäude. Das heißt, Sanierungen werden dann erfolgreich sein, wenn sie sich auch mit anderen Aspekten, zum Beispiel der Maschinenenergie, mit dem, was die IT verbraucht, mit dem, was man für Lüftung braucht aufgrund der Produktion, beschäftigt. Und dann ist auch eine Modernisierung viel interessanter, wenn es nicht nur darum geht, die Gebäudehülle zu dämmen. Und hier zeigen wir mit unseren Mustersanierungen, die aus einem intelligenten Mix aus erneuerbaren Energien, einer umfassenden thermisch-energetischen Sanierung und Energieeffizienzmaßnahmen bestehen, dass man sowohl den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen als auch sogar die Betriebskosten bis 90% reduzieren kann. Es gibt sicher viele Bauherren, die gerne sanieren würden, sich aber nicht so recht trauen. Was ist Ihre Botschaft an diese Menschen? Meine Botschaft hier ist, dass ich ein gutes Vorbild bin. Ich werde selbst in diesem Jahr unser Haus in Alpbach sanieren, auch thermisch sanieren, weil es einfach notwendig ist. Zum einen wird das Wohlbefinden gesteigert und auch, und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass wir die Energiekosten senken mit der Sanierung und damit auch einen ganz beträchtlichen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen erbringen. Es gibt eigentlich einen wesentlichen Grundsatz. Das ist der, wenn ich irgendetwas erneuere an meinem Gebäude, dann sollte ich das jeweils nach dem bestverfügbaren Stand der technischen Entwicklung und der verfügbaren Komponenten machen, auch wenn das dann möglicherweise von der Investition her ein bisschen teurer ist. Das ist nämlich so, wenn Sie das jetzt nicht machen, dauert es, wenn man ordentlich saniert, wieder 40 oder 50 Jahre, hoffentlich, bis dasselbe Bauteil das nächste Mal dran ist. Ja, und zwischendrin macht man bestimmt nichts. In den nächsten 40 bis 50 Jahren, da passiert allerdings sehr viel, was unsere Energielandschaft angeht. Das kann man sich jetzt schon im Grunde ausdenken. Und man wird sich wirklich ärgern, also wenn man da nicht jetzt das Richtige gemacht hat, von Anfang an. Für weitere Fragen zum Thema stehen Ihnen die Expertinnen und Experten des Klima- und Energiefonds jederzeit zur Verfügung. Informieren Sie sich auch im Internet unter www.mustersanierung.at. Handeln Sie heute. Die nachfolgenden Generationen brauchen Ihren Einsatz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Unser Ziel ist eine Sanierungsquote von 3% und ich denke, dass wir gut daran tun, dass wir uns diesen Mindeststandard setzen, dieses Mindestziel setzen, und ich bin überzeugt davon, dass wir das mit den Mitteln, die vorgesehen sind, erreichen können.